Ich leg mal hier ein Pack. Okay, das ist ein bisschen zu weit geflogen. Legen wir noch eins hier hin. Kein Defibrillator überlebt gefälligst. Nice. Einfach reinballern. Drauf und hoffen, dass wir weiterkommen. Ja, wir haben die schon wieder ein bisschen ausgedünnt. Weg. Team hält zusammen soweit, ist ganz okay. Bin super zufrieden. Loch in der Wand, nicht schlecht. Wo sitzen die? Die könnten da oben sitzen. Ah, ist keine gute Idee. Ich glaube, ich verstecke mich hinterm Pfeiler. Deckung ist das A und O. Keiner hat die Bombe. Wo ist die Bombe überhaupt? Ich glaube, wir sind schon super weit vorgerückt. Oh! Ich glaube, der hat sie geguckt auch noch, aber ich habe den Kill bekommen. Das ist gefährlich. Hier kann eine Granate reinfliegen und dann ist man sofort weg. Mal da hinkommen. Ich wusste es. Genau deswegen wollte ich da nicht reingehen. Ich hätte aber ehrlich gesagt schießen sollen. Ich wollte es mit Granatenwerfer probieren. Das schafft man aber echt nicht. Das ist echt... Ich weiß nicht. Auf manchen Maps ist Vernichtung sinnvoll, auf manchen nicht. Oh, da steht auch noch einer. Gerade gespawnt. Fuck. Okay. Nehmen wir jetzt die Waffe. Genug damit gefummelt. Oh, hier habe ich das Problem. Hier sieht man es. Die Präzision ist ein bisschen schlechter von der AK-12. Hüftfeuer und Stabilität ist dafür besser. Muss man testen. Schauen wir mal. Wow. Wir haben die Bombe zwar wieder, aber rennen komplett in die falsche Richtung. Oh, wieder so ein dämliches Visier. Da brauche ich definitiv Cobra. Ihr seid hier alle tot. Ich nehme den Defibrillator nächste Mal mit. Ja, ich habe auch eine Granate. Oh, fuck, erstmal hier rauskommen. Das sind nämlich alle da drüben. Boah, das Visier ist zum Kotzen. Da sehe ich ja gar nichts mit. Das gleiche Problem habe ich auch mit der SKH. Immer dieses komische Loch, wo man durchguckt, das ist boah, gruselig. Jawohl, weg mit dem. Oh, die sind da schon oben, perfekt. Scheiße, kann man hier so wunderschön drüber kommen. Wieder dieser Mist. Oh, man killt aber relativ schnell. Der lebte noch. Shit, aber ich hab ein paar bekommen. 4500 Punkte. Ja, geht relativ lange das Map. Die Map. Das ist wirklich so mies. Hier ist kein Vorwärts und kein Rückwärts. Aber trotzdem mein Lieblingsmodus. Kann ich nicht anders sagen. Action nonstop. Wann hat das ein Ende? Ich hab keine Ahnung. Oh ja. Schießen die eigentlich von oben auch? Könnte sein. Rein ins Getümmel.
ich sehe nichts. Entweder ist da Rauch, irgendwas abgebröckelt oder was auch immer. Ich habe sogar einen bekommen. Nice. Einfach ballern. Boah, Teamkamerade. Laufen! Ballern! Immer dasselbe. Die alte Nachladekrankheit von Call of Duty. Schießt Magazin rein. Magazin rein. Okay, wir sind mitten in einem Team-Deathmatch-Spiel. Hier kracht gleich alles zusammen. Gerade ist mein Spiel abgestürzt. Leider läuft Battlefield noch nicht so rund, aber ich hoffe, die patchen das, dass wir endlich mal richtig heftig loslegen können. Denn das ist schon ziemlich mies, dass wir da rausgeflogen sind. Nichtsdestotrotz, ich guck mal, wann kann ich mir mein schönes Visier kaufen? Reflex für die Cobra. Sieht mir aus wie Kills. Ja, damit kann ich doch leben. Ich steige mal ein. Team Deathmatch ist auch mein absoluter Lieblingsmodus hier. Geht so ab. So, wo seid ihr? Rotten wir euch aus. Moment, wie viele sind wir auf dem Server? Okay, das ist gut. Ich glaube, dass die Waffe ziemlich gut ist. Schaden weiß ich nicht. Ist eigentlich ziemlich gleich alles. Boah! Fieser Aufklärer. Direkt wieder einsteigen. Wenige Kills bis zum Visier, hoffe ich. Das ist bitter nötig. Ich hasse solche Visiere, wo man durch so ein rundes Loch guckt oder so. Aufpassen vor dämlichen Aufklärern. Oh, gerade so. Die Stabilität ist wirklich nicht so toll. Ich muss mal gucken, wie der Schaden ist. Aber ich glaube, da tut sich nicht viel am Anfang. Gerade bei Sturmgewehren. Ja, man merkt auch auf Distanz, dass die nicht so prickelnd ist. Da mag ich doch lieber die AK mehr. Das ist wirklich die Allrounder-Waffe von Anfang. Ich habe keinen Bock, hier aufs offene Feld zu latschen. Oh, ey, von hinten! Wow, die brechen da unten irgendwo durch. Ich habe die Map schon mal mit, was war das nochmal? Entweder Eroberung oder Rush, ich weiß nicht mehr genau. Das müsste Eroberung gewesen sein. Da habe ich die schon mal gespielt. Das ist natürlich ein bisschen größer. Hier ist natürlich für Team Deathmatch alles abgegrenzt. Und wie gesagt, Leute, ich habe es in Call of Duty schon gesagt. Wenn ihr mich online seht bei Origin, und ihr wisst, das geht, einfach hinterherkommen. Meine Vorliste ist leider schon voll. Aber versucht es weiterhin. Schon wieder von hinten, was geht denn, ey? So ein Fluch. Aber ich beschwere mich hier gar nicht. Hier ist es noch okay. In Call of Duty ist viel mehr verwinkelt. Überall hat man einen Eingang, das ist zum Kotzen. Hier ist es eigentlich nur relativ relaxed, also nehmen wir die Kills einfach hin und machen weiter. Mein nettes Visier endlich. Eieieiei, zum Glück habe ich ein Medikit. Dazu muss man drauf. Wenn da gute Aufklärer sitzen, haben wir ein Problem. Die Sniper sind übel. Ja, da sitzt noch einer. Oh, direkt den Headshot bekommen, oder was? Nächstes Mal camp ich da um die Ecke. Fertig. So, spawnen wir wieder. Ich glaube, wir spawnen diesmal auf der anderen Seite. Jupp. Das Spawn-System in dem Spiel geht eigentlich. Kann man sich nicht beschweren. Man sollte nur gucken, dass man sich nicht zu viel bewegt. Ach, wieder schon ein Kopftreffer. Hallo? Nicht hängen bleiben. Kommt tatsächlich an. Ich habe gar nicht mit dem gerechnet. Aber der hat Rache bekommen. Steigen wir wieder ein. What the? Okay, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das ist eindeutig einer am Spawn campen. Boah, sind das Helden. Spawn ist wieder hier. Muss mein Glück mit der Waffe versuchen, denn ich brauche das Visier.
versuche die zu umrunden, aber das ist ein bisschen tricky. Die sitzen wirklich an der Position, gucken nur, ob einer kommt und greifen den ab. Die gehen noch nicht mal weiter nach vorne. Das ist mein Trick, das habe ich schon so oft gemacht auf der einen Inselmap. Namen vergessen gerade. Das ist ziemlich geil. Ein bisschen durch den Dschungel schleichen und hinter die kommen und dann BÄM. Kill nach Kill nach Kill. Nicht für mehr. Da kommt noch einer. Aber die sehen mich hier nicht. Diese Camper, ich wusste einfach, dass deiner liegt. Wie der da dreckig campt. Ich hab mich nur geheilt, ich hab eine Ausrede. Okay, dann wissen wir ja, wo wir die Granate reinkloppen müssen. Nein! 60 HP, wie konnte der überleben? Komm schon, ich will nur das Visier freischalten. Ich bin nicht so ein großer Fan, aber vielleicht kann das mit dem Visier besser werden. Ich guck mal. Wir fehlen da noch zum Visier. Auf Anpassen. Optik. Okay, ein Kill. Das überleben wir noch. Boah, genau gegenüber. Wöhlchen! Und habe ich mein Ding ins Freigeschaltet? Ich glaube immer noch nicht. Doch, Reflex. Direkt gleich angelegt. Oh mein Gott, da kommt einer unten vor. Ich kann ja nicht durch Wände gucken. Okay, machen wir das Visier dran. Das wunderbare Visier. Offene Optik, Reflexvisier. Jetzt können wir ein bisschen labern hier. Go, go, go. Reden wir mit. Ah, der Punkt ist schon ganz ordentlich. Aber ich denke, dass ich trotzdem die AK-12 bevorzuge. Wie steht's denn eigentlich? Oh, 6. Position, immerhin. Super oft verreckt. Keine Chance. Ich es nicht schaffe, die zu umrunden, dann geht gar nichts. Hoffentlich spielen wir nachher diese eine Insel, da lieber toll. Wow, gegenseitig. Diese Kanalien. Oh, das ging schnell. Habe ich noch einen erwischt? Ich glaube nicht. Nächstes Mal mit dem Granatenwerfer. Ich muss die beiden Waffen nochmal vergleichen. Vom Schaden her darf sich da eigentlich nichts tun. Nee. Die Präzision nimmt nur ab bei der Waffe. Das ist Geschmackssache, finde ich. Das ist Geschmackssache. Ich bleibe noch ein bisschen bei der. Wie schon merkt, Sturmgewehre sind super bei mir. Ich liebe die Dinger. Die Klasse mag ich auch. Boah, keine Chance. Pionier ist natürlich auch noch fein, spiele ich sehr gerne. Weil ich immer das Gefühl habe, da sind Panzer und die Nerven, die muss ich ausschalten. Nur brauche ich wirklich ziemlich viele Schüsse. Ich meine so 4, 5, bis man einen Panzer alleine ausgeschaltet hat. 21 Schaden pro Schuss ist schon ziemlich wenig. Fuck, gleich da wieder runter und geh drauf. Ah, fick mich von den Beinen wieder von hinten. Und genau das meine ich. Oh, die prügeln sich da. Oh, 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 und der geht drauf.